X-Tipp Sportwetten, Ihre modernen Sportwettshops im Zentrum von Kiel und Rendsburg. Erleben Sie die Spiele des THW in unserem erstklassigen Ambiente. Wir bieten Ihnen spannende Sportereignisse auf 80-Zoll-Monitoren. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de. NDR 2 Fanshow nach der Partie THW Kiel gegen Frisch auf Göppingen. Von unseren Gästen ist Christian Schöne bei mir, der Kapitän. Du machst natürlich nicht so ein fröhliches Gesicht nach dem Verlauf dieser Partie. Ende der ersten Halbzeit, Beginn der zweiten Halbzeit wart ihr ganz gut drin. Was ist dann passiert? Ja, ich glaube, es hat jeder gemerkt, dass wir dann noch einen Rückraumspieler weniger hatten mit Tim Kneule. Ohnehin schon ohne Rückraumrechten angetreten. Das war dann natürlich, schwierig für uns dann im Endeffekt das Tempo dann mitzugehen, mitzuhalten. Wir hatten keine weiteren Optionen mehr, sonst wäre es vielleicht ein Tick enger geworden. Aber alles in allem muss man dem THW gratulieren und der Sieg geht in Ordnung. Euer Ziel, der europäische Wettbewerb. Schafft ihr das? Ja, wir hoffen es. Wir werden alles versuchen. Ich glaube, das hat man auch heute gesehen. Ich meine, wenn man in Kiel in der 40. Minute führt, macht man vielleicht auch nicht so viel verkehrt. Von daher haben wir jetzt ein Restprogramm, wo wir vielleicht noch den einen oder anderen Punkt holen können. Und wir werden auf jeden Fall kämpfen bis zum Schluss. Dafür drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen. Du wirst nach dieser Saison deine Karriere ja beenden. Welche Erinnerungen nimmst du mit aus Göppingen? Ja, also fast nur positive, kann ich sagen. Es war eine fantastische Zeit in Göppingen. Viele schöne Momente, zwei Europapokalsiege. Sicherlich auch das ein oder andere Jahr, mit dem wir nicht zufrieden sind. Aber unterm Strich bin ich hochzufrieden und muss auch sagen, dass ich in Kiel immer ein sehr faires Publikum erlebt habe. Und von daher weiterhin viel Spaß euch hier. Ihr kriegt Woche für Woche sehr guten Handball geboten. Und vielen Dank für die letzten 10 Jahre. Vielen, vielen Dank. Christian Schöne. Und ich freue mich, dass unsere Nummer 41 bei mir ist. Unser erfolgreichster Torschütze heute. Und das ist Marco. Marco, ihr habt euch so ein ganz klein bisschen schwer getan. Ende der ersten Halbzeit, Beginn der zweiten Halbzeit dann. Aber dann ist irgendwie der Schalter umgelegt worden. Was ist da bei euch passiert? Ja, mit unseren Zuschauern in der zweiten Halbzeit, wir haben das geschafft. Und heute auch, letzten Sonntag war unglaublich Atmosphäre in die Halle. Und zuerst, ich muss Glückwunsch sagen für unsere Zuschauer. Heute war auch unglaublich große Stimmung in die Halle. Die ersten 15 Minuten, wir haben gut gespielt in der ersten Halbzeit. Aber danach haben wir also ein paar Fehler in Folge gemacht und in 40 Minuten, wir haben -2 oder -3 Tore, aber wir haben viele, viele solche Spiele gespielt, letztes Jahr auch, und wir haben trotzdem solche Spiele gewonnen, und heute war auch, wir haben in unserer Kopf immer nur ein Ziel, das ist deutsche Meisterschaft, und wir haben noch 4 Schritte bis zum Ende.
Als die Rhein-Neckar-Löwen verloren haben gegen Wetzlar, ist Uwe Gensheimer gefragt worden, war es das jetzt mit der Meisterschaft? Er hat gesagt, ja, das Ding ist durch, Kiel wird Meister. Was sagst du? Ja, ich hoffe, große Chance, ich habe, aber wir müssen, also ich wollte etwas sagen, aber ich kann nicht sagen, dass Alfred macht nicht, wenn wir sagen, drei, vier Spiele davor, dass wir sind schon durch, aber also wir haben große Chance und alles ist in unserer Hand und wenn wir spielen wie am letzten Sonntag und wenn wir spielen also gute Handball, dann natürlich hoffentlich wir gewinnen 20. Meisterschaft. Immer von Spiel zu Spiel denken, typisch THW Kiel, genau. Eine letzte Frage noch zur Champions League. Im Halbfinale jetzt also gegen Veszprém. Was hast du denn gedacht, als dieses Los gezogen wurde? Ja, aber ich wollte sagen, dass ist ein bisschen schwer zu sagen, welche Mannschaft ist gut für uns. Also das ist nur 2 Stunden Handball. Also am Samstag 1 Stunde, am Sonntag auch. Und unser Glück, okay, also wir spielen nicht gegen Barcelona im Halbfinale, aber trotzdem Veszprém ist eine starke Mannschaft. Und zum Glück, wir haben nicht so viele Spiele bis Final Four und können wir eine gute Vorbereitung machen. Und also ich hoffe, dass da wird also viele unserer Fans und in dieses Mal, wir müssen also auch Champions League gewinnen. Wir müssen Champions League gewinnen. Da sind wir sehr dafür. Vielen Dank. Marco Bujin.